Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Clan-Tagebuch bei Bamme. Und ja, wie gesagt, ich werde die Reihe weiterführen, solange ich irgendwie in einem Clan bin und es irgendwie interessant sein könnte. Und wie einige schon bemerkt haben, bin ich bereits wieder in einem, was heißt bereits wieder, ist jetzt falsch, aber ich bin wieder in einem neuen Clan. War ja eigentlich der Plan, dass ich zu UM dann gehe, wenn ich wieder Zeit habe. Jetzt habe ich Zeit, aber durch den Zwischenfall habe ich mich dann dazu entschieden, das nicht zu tun. Und war dann am Gucken, wo ich hingehen will, würde tun, weil ich auf jeden Fall irgendwo rein wollte. Und in dem Fall auch dann ganz gerne was Internationales, also gerne mit englischsprachig. Und hatte da zwei Clans in Aussicht. Der eine war, ich sag mal so, ich sage jetzt nicht den Namen, aber der war auf jeden Fall auf der Clan-Karte vertreten, war auch nicht ganz so schlecht, aber halt auch nicht ganz so gut. Aber das wäre eigentlich kein Problem gewesen. Und da wollte ich eigentlich auch mal schon jemanden sprechen. Nur leider, egal welche Uhrzeit ich versucht habe, es war kein einziger ja, Rekruter und also Anwerber. Und es waren, glaube ich, 4 Stück oder so. Und dann hatte mich der liebe Orthodox schon einige Tage davor schon irgendwie gefragt, von wegen, ob ich, wie es mit Clan ist, ob ich nicht irgendwie Lust hätte, bei ihm reinzuschauen. zu Orthodox, das ist ein Kumpel, den ich in einem Channel Strong Plutons kennengelernt habe. Den kennen ja, denke ich, einige in WoT. Und wir sind da uns da halt einmal so kennengelernt, haben dann halt einige Runden immer so gezockt. Und seitdem haben wir halt immer wieder relativ regelmäßig zusammengespielt. Und ich weiß damals noch, das Haus, da waren wir gerade am Tattoo zocken und er fliegt aus seinem Clan raus, weil er nie aktiv war oder so. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Clan das war. Auf jeden Fall habe ich dann auch bemerkt, oh, guck mal, der ist bei Lucky Few. Und er hatte mich dann halt gefragt, ob ich da nicht Lust drauf hätte, weil er mich halt auch schon so kannte und gesehen hat, dass ich clanlos bin. Und hatte ich halt geschrieben, vielleicht, eventuell, aber eigentlich hatte ich nicht wirklich vor, dahin zu gehen. Und dann diese Woche kam eins aufs andere, so gesagt, und schwuppdiwupps war ich dann letztendlich, ja, in Lucky Few. Und ja, ich bin, wie gesagt, relativ schnell reingekommen und wie gesagt, kannte halt Orthodox schon und er war halt in dem Fall ein Anwerber. Das heißt, es war relativ problemlos reinzukommen. Und ja, von meinen Sets her passt es auch. Zwar liege ich von meiner Overall-Wehrnacht weiter drunter, aber die Sets, die man auf den Panzern haben sollte, passen. Von daher passt es auch soweit. Und ja, für mich auf jeden Fall mal was ganz Neues, weil ich davor eigentlich noch nie wirklich so komplett auf Englisch halt gezockt habe. Und es ist manchmal relativ schwierig, die Leute zu verstehen, weil die halt teilweise oder größtenteils auch nicht unbedingt aus England oder so kommen, sondern halt in den Clan stark in die Richtung Serbien oder sowas. Ich meine zumindest. Ich will da nichts Falsches sagen. Es ist, ja, das heißt, deren Englisch ist auch nicht so das Beste und wenn man das dann verstehen will, sage ich mal so, hatte ich auf jeden Fall am Anfang meine Probleme. Das ist, kommt natürlich dazu auch noch, dass ich halt selten wirklich so viel auf Englisch oder auf jeden Fall in letzter Zeit geredet habe oder ja, gehört habe. Und ja, dann bin ich da wieder relativ schnell reingekommen und habe mir dann alles erklären lassen und bla bla bla, wie das dann so läuft. Und war relativ überrascht und erfreut, weil das so von wegen war. Weißt du, du kommst jetzt rein, wenn es dir gefällt, bleib, wenn nicht, dann geh einfach wieder. Und wenn die Kommandanten und so mit dir zufrieden sind, bleibst du, wenn nicht, wirst du gekickt. So einfach war das. Einfach ganz strunzdoof gesagt, sagen wir jetzt mal so. Und ja, das hat mir auf jeden Fall schon mal ganz gut gefallen. Und dann bin ich auch direkt Stronghold am Abend mitgefahren. Und das hat mir ebenfalls sehr gut gefallen und ich habe jetzt die letzten 2 Tage relativ Stronghold gespielt. Ich glaube knapp 70 Gefechte. Und bin schönerweise mein Panther schon fast durch, mein Panther 2. Weil ich dann gedacht habe, ja komm, du kriegst 2000 XP plus, wenn du gewinnst und überlebst. Und ja, in dem Fall zurzeit leveln wir alle
tendenziell unsere Panzer in Stronghold. Und da kommt dann mal an einem Abend, was habe ich gemacht? 80.000 XP in knappen 30 Runden, 36 Runden. Und das ist genial, es ist entspanntes, das ist so entspanntes Level, das ist irre. Und ist dann ein bisschen weitergemacht, gestern lief es nicht so gut. Daher habe ich nur rund, wie viel, 15, 25, 25.000 geschafft. Aber es sind nur noch 45.000, genau, die werde ich jetzt in den nächsten Tagen auch noch schaffen oder diesen Monat. Und danach werde ich, denke ich, mir schnellstmöglich den Centurion holen, um ihn während dieses Events auch noch, ja, in Stronger durchzuzogen. Das Event geht, glaube ich, nämlich doch bis Ende diesen Monats, von daher will ich das nutzen. Ja, ansonsten gefällt es mir soweit ziemlich gut. Also es ist halt auf Englisch, sagen wir so. Das war die erste Sache, wo ich mich da umgewöhnen musste. Und aber es läuft ganz gut. Funktioniert auf jeden Fall. Und ja, mir gefällt es da soweit. Sogar ziemlich gut. Es ist alles ein bisschen lockerer. Und ja, es ist mal, wie gesagt, was ganz Neues für mich. Freut mich auch. Und die Typen sind auf jeden Fall gut drauf. Und ja, was ebenfalls ganz erfreulich ist, zum Beispiel, ich darf so, zum Beispiel CWs eventuell darf ich zeigen, so Twitch oder YouTube halt auch, da sollte ich den Kommandanten dann in dem Fall fragen, den Feldkommandanten. Das hat mir Orthodox dann halt auch schon gesagt. Oder Stronghold zum Beispiel meinte, er kann ich einfach so nehmen. Außer wenn er dann Orthodox in Stronghold ist und eine scheiße Runde hat. Aber ansonsten kann ich sowas halt veröffentlichen, klar. Ich meine, in Stronghold, ich glaube, an dem einen Abend, genau, an dem einen Abend vor 2 Tagen, glaube ich, hatten wir keinen Feldkommandanten, also nicht mal einen Feldkommandanten. Und es lief trotzdem ziemlich gut. Und da gibt es natürlich auch, sag ich mal, keine Taktiken zu verraten. Außerdem sind wir mit Bullshit-Tanks gefahren. Jeder ist den Tank gefahren, den er gerade auf Tier 8 leveln muss. Also, ja. Ja, das soweit eigentlich zum Clan-Tagebuch. Ich bin jetzt in Lucky Few und mir gefällt es da ziemlich gut. Und mal schauen, was daraus jetzt letztendlich wird. Und ich habe auch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar im Anschluss hiervon werdet ihr ein Stronghold Battle, ich glaube, das war sogar vom ersten Tag sehen. War jetzt kein besonders gutes Match, aber ich fand es, ja, wir haben gewonnen. Und klar waren wir nicht so starke Gegner. Aber das war eins, die ich aufgenommen habe, weil ich habe dann kurzerhand mal kurz angeschaltet, aber nicht so lange. Und gegen gute Clans haben wir auch gespielt und auch gewonnen und so. Aber die habe ich leider nicht drauf. Die waren aber auch hauptsächlich gestern dabei. Naja, gestern habe ich nicht aufgenommen. Naja, soweit so gut. Ich verabschiede mich, denke ich, dann hier. Man hört, oder ich sag, glaube ich, in dem Video nicht wirklich viel. Ich habe mich da, das war gesagt, noch der alte erste Tag, da habe ich mich noch ein bisschen sehr zurückgehalten, was das angeht. Weil ich halt erstmal, ich sag mal, die Leute ein bisschen kennenlernen wollte und sehen, dass ich alles verstehe. Und ja, vielen Dank fürs Einsenden des Replays und viel Spaß mit dem, was danach kommt. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir Bescheid, es kommt mehr. Ist wie gesagt auf Englisch, aber ich meine, da wird es sowieso nicht so viel gesagt. Naja, soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Where I go? Los geht's! Lights. Drown. Somewhere here to spot. The rest go here and one can go here to spot if they come through the If we have beat our team, you know, just brief us after the 30 seconds. You know, we can still alt up and do useful things. Yeah. Yeah, but last time when we played at this map, the enemy team was going here and drown before we spot them. It twice time in a row. Tito, what the fuck are you doing? When we find them. Tito, oh, fishing or what? Fishing bait. Fucking fish. Fishing bait. Okay, there you but go. But winter edition. As I told you. Oh, you was chatting with him. Go, huh? Go, go, I get they're it. going. They in the town. No one go here. They are going to drone at all. George, come on, we should go a little bit to spot somewhere here. We will see if they coming through the town. Rest go flame them. They probably somewhere here. Okay, that's good. Nope. Or there. Or there. Yeah.
Oh my god. Fucking Mongol. Strong camping. Oh, 5100. So they're gonna camp and fucking fuck. What are they doing? Oh. Why do they keep King Tiger to guard the base? I mean. Oh shit. Come on, guys, fast. Light. Don't lose time on King Tiger. Go back to base. He's too slow to. Yeah, we to do anything. We're 10 to 8 now. Make use yeah, of it. Yeah. Just go back. Just go. Oh shit. 110. You want cover to me. Fast. Kill 10, listen. The 5100 damn. And the 5100, Push. You need to know how close you are. 50 reload or what? I don't know, I think he's... He's not, he's reloading. Go on base. Nice. Who's capping? This one. Okay, keep. Nice. Okay, keep. I'm shooting the 110. It's the ones at the back. Okay, just shoot him and kill him as soon as possible. Okay, now help next. Me. Shoot. Nice. One more. High explosive if you can't penetrate them. Nice. Watch for it then, nice. Watch for it. Hey, mongoloid. Oh my god. Mongo. Who the fuck just shot me? Kill pumpkins. Kill 39. Oh, there he is. Centurion 1. Oi! I don't think so. Brick. You! Ah, fuck you. Mechanic, you prick, what are you shooting? And T10 is alive. Where is the Centurion? Where is Boya it? Noob. Don't lie, you're a noob. Oh, he's die. Mechanic, why you damage my gun, mate? Oh, fuck's oh, strongholds. Shooting me, you idiot. I have time. Yeah, you shot me also. I think you're making a sport of it, you know? Fucking shooting me. Mongoloid. Nice. That reported for insult. You bitch. Yeah, I love that, don't you? Fucking mongoloid. Who did they report us about? The worst part is I only already grinded like a half a million in this bullshit mode, you know? Yeah, credit is good.